Hi, ich bin Arian. Dies ist mein erstes Video und behandelt in Kurzform das Thema Religion bzw. Säkularismus, Humanismus und Atheismus. Ich werde in Zukunft auch andere Themen beleuchten, wie zum Beispiel die philosophischen Aspekte für oder gegen eine Religion. Falls du also keine von diesen Videos verpassen willst, drück auf jeden Fall auf Abonnieren. Ich hatte damals mit 14 meine ersten Zweifel an einem persönlichen Gott und fragte mich daraufhin, warum glaubt der Mensch überhaupt? Glaubt an alte Götter nicht mehr, die einfach Mythologie sind, während die aktuellen Götter allerdings sehr real für sie erscheinen? Also bohrte ich ein bisschen weiter nach und versuchte herauszufinden, ob das Ganze nicht einen guten Ursprung haben sollte. Spoilerwarnung! Hatte es nicht! Ich dachte mir, okay, die Kirche kann man ja ignorieren und einfach nur für sich selbst religiös sein und das Ganze einfach wirklich nur für sich selber machen. Allerdings sagten da viele andere, so geht das aber nicht. Ich warf dennoch einen Blick in die Bibel, fand allerdings nur komische Geschichten, die absolut keinen Sinn ergaben. Ich widmete mich auch Okkultismus und Esoterik, jedoch sagte man mir immer wieder, das wäre doch Scharlatanerei und Täuschung des Menschen. Wo aber lag der Unterschied? Schließlich entdeckte ich den Atheismus für mich, denn so wirklich glauben konnte ich einfach nicht. Es erschien mir einfach unlogisch. Ich ignorierte also die Kirche und Religion weitestgehend, merkte aber doch mit dem Älterwerden den Einfluss der Kirche. Sie hetzten gegen Homosexuelle, Frauen hatten nicht sehr viel zu melden, die Evolution sollte nur eine Hypothese sein und gleichzeitig durfte man an Feiertagen nicht tun, was man wollte, obwohl man doch frei hat. Aber ich war doch gar kein Christ. Da dies teilweise an staatliche Gesetze gebunden war, die durch die Kirche beeinflusst wurden, dachte ich mir, das kann doch so nicht richtig sein. Also informierte ich mich und fand den evolutionären Humanismus durch Michael Schmidt-Salomon und merkte, es gibt auch gute Alternativen zur Religion. Im evolutionären Humanismus steht der Mensch unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Herkunft oder seinen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Vertritt ein naturalistisches Weltbild, das nach wissenschaftlicher Forschung davon ausgeht, dass alles mit rechten Dingen zugeht, statt den Glauben an eines oder mehreren übernatürlichen Fabelwesens, die ins Weltgeschehen eingreifen. Der Physiker Pierre Laplace sagte mal, ein Allmächtiger ist nicht nötig, um die Welt zu erklären. Genauer, er ist sogar ein Hindernis beim Zugang zur Welt. Ein Hindernis bei der Übernahme von Verantwortung von uns und unserem bescheidenen, fragilen Lebensraum, diesen abgelegenen Planeten auf einer ovalen Umlaufbahn um einen minder bedeutenden Stern. In einer friedvolleren Zukunft darf zum Beispiel nicht die behauptete Nähe zu einem solchen Schöpfer Vorteile für andere bringen. Mein Bruder und ich wurden damals noch im Kindergarten abgelehnt, weil wir ungetauft waren, beziehungsweise es wurde uns gesagt, erst kommen religiöse Kinder, dann ihre. Bestimmt gab es mal eine Zeit, wo die Kirche auch kulturelle Evolution vorangetrieben hat, indem sie durch Gruppenzusammenhalt einen Vorteil bot. Doch eben dieser Gruppenzusammenhalt treibt uns heute in eine religiöse Ghettoisierung und spaltet die Gesellschaft. Heutzutage ist es aber unzeitgemäß, zu Zeiten, wo wir uns Naturphänomene erklären können, an einer antiquierten Gottesvorstellung festzuhalten, wenn wir uns in irgendeiner Weise nach vorne entwickeln möchten. Wir sollten uns für eine einheitliche, humane Weltkultur einsetzen, die von Offenheit geprägt ist und allen Menschen, Gläubige eingeschlossen, dient, statt einem vom Menschen geschaffenen Gott. Sie ist zumindest nicht so gut, wie ihre irdischen Stellvertreter uns gerne einreden wollen, auch wenn sie für den Einzelnen natürlich eine gute Erfahrung darstellen kann. Dies gilt zumindest für die soeben genannten Stellvertreter, die in Form der katholischen oder evangelischen Kirche hierzulande uns immer noch einreden möchten, dass wir keine existierenden ethischen Richtlinien hätten, wenn Gott nicht existieren würde. Wer sich einmal ein bisschen in die Bibel reingelesen hat, der merkt relativ schnell, dass sie sehr wenig zu tun hat mit der Gewährung von Menschenrechten, Demokratie und Meinungsfreiheit. Die meisten religiösen Texte sind weit unter den ethischen Mindeststandards einer halbwegs zivilisierten Gesellschaft. Auch die Forderung für die Todesstrafe, für Homosexualität oder den Abfall von Glauben verbinde ich eher mit dem Verhalten des NS-Regimes als an den Glauben an eine oberste moralische Autorität. Da viele Gläubige heutzutage aber diesen alten Regeln widersprechen, merkt man recht schnell, dass sie eigene moralische Standards entwickelt haben, die sie auf diesen Gott projizieren, statt von ihm abzuleiten. Das gilt leider nicht für Fundamentalisten. Dass sich solche Institutionen bei solch zahlreichen Irrtümern und unethischem Verhalten bis heute halten können, liegt nicht zuletzt an Traditionsblindheit. Es war halt schon immer so und hinterfragen sollte man lieber auch nicht. Oder aber es wird einfach alles umgedeutet und vorgeworfen, man nehme alles aus dem Kontext. So wird aus Unsinn dann Sinn, aus Leiden Freude, das Verbrechen zur Heldentat und das Sterben am Kreuz zum Siegessymbol.
Dass diese Blindheit so ausgeprägt ist, liegt unter anderem daran, dass die ideologischen Grundelemente schon im frühesten Kindesalter vermittelt werden. In einem Alter, in dem man die Tragweite dieser Ideen weder abschätzen noch kritisch hinterfragen kann. Richard Dawkins sagte dazu mal, das Kind kann nicht wissen, dass plansch nicht in einem Teich voller Krokodile ein guter Ratschlag ist, während du sollst bei Vollmond eine Ziege opfern, sonst bleibt der Regen aus, im besten Fall eine Vergeudung von Zeit und Ziegen darstellt. Deswegen plädieren viele evolutionäre Humanisten wie die Giordano-Bruno-Stiftung für eine Überwindung dieser Traditionsblindheit. Da Traditionen an sich keinen Wert besitzen und nicht zwingend erhaltenswert wären, obliegt es uns, ob wir sie erhalten wollen oder ob sie einer Humanisierung der Verhältnisse im Wege stehen. Wer Humanismus aktiv fördern möchte, für den muss Religion Privatsache sein. Jeder Mensch darf natürlich glauben, was er will, denn die Gedanken sind frei, dank der Religionsfreiheit. Wer jahrtausende alten Hirtenmythologien eher Glauben schenkt, statt einer kritischen, rationellen Denkweise, der kann dies tun. Nur darf dies in unserer heutigen Zeit keinen Einfluss auf die Politik haben und Menschen ihrer Freiheit und Selbstbestimmung einen Riegel vorschieben, wie es unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit oft geschieht, wie zum Beispiel beim kirchlichen Arbeitsrecht oder der Beschneidung von Kindern. Wir brauchen eine aufklärerische Orientierung, in der Behauptungen logisch und empirisch belegt werden müssen, damit sie von Relevanz sind. Nach einem naturalistischen Weltbild zu leben, macht einen nämlich zu einem genauso guten Menschen, auch wenn man nicht glaubt. Ich hoffe, ihr konntet diesem Video ein paar nützliche Informationen entnehmen und ein bisschen verstehen, warum so ein Channel wichtig ist. Ich werde mich in Zukunft definitiv noch mit weiteren religiösen, humanistischen und atheistischen Themen befassen und hoffe auch, in regelmäßigen Abständen Videos zu generieren. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat, und falls ihr gute Ideen oder Ansätze für neues Material habt, schreibt es gerne in die Comments. Gerne auch konstruktive Kritik oder Anregungen für Diskussionen. Ich würde mich gerne darauf einlassen. Bis dahin wünsche ich euch Heidenspaß statt Höllenqualen. Ciao.